noch 5 Minuten in dieser Session. Wir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Die Strecke ist im Moment feucht. Mach dich mit den Bedingungen vertraut, bevor du anfängst zu pushen. Dass du bei der Boxenausfahrt nicht die weiße Linie überfährst, sonst gibt es eine Strafe. Jetzt eine schnelle Runde, sonst ist das Qualifying vorbei für uns.
eine Minute. Sekunden in dieser Session. Gut so, du hast Q2 erreicht. Bei diesen Bedingungen würde ich die Regenreifen empfehlen. Lass es erstmal ruhig angehen. Die Strecke ist feucht. Achte auf die weiße Linie. Riskier keine Strafe. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst bist du raus.
30 Sekunden in dieser Session. Du hast es in Q3 geschafft. Bei den momentan herrschenden Verhältnissen würde ich an deiner Stelle Regenreifen aufziehen. Die Strecke ist im Moment feucht. Mach dich mit den Bedingungen vertraut, bevor du anfängst zu pushen. Denk beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe.
30 Sekunden in dieser Session. Das Auto ist fertig. Los geht's. Miserabel, scheinbar haben alle richtig zu kämpfen.
sein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Hinter dir hat nur eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen.
wirst in den nächsten 5 Runden an die Box kommen. Thank you.
Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Daten fährt ein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. In der Mercedes-Box wird ein Stopp vorbereitet. Sieht aus, als käme Hamilton bald rein.
Zeit in diesem Rennen optimal genutzt. Gut gemacht. Oh.
Grid sieht gut aus. Wir können von Gemisch 2 auf 3 wechseln, wenn du möchtest. Hamilton wird wohl in den nächsten 2 Runden an die Box fahren. Dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Spritreserve und kannst mehr Sprit verbrauchen, um bei Bedarf schneller zu sein. Die Menge sieht gut aus. Du hast die Gemische perfekt eingesetzt. Boxenstopp diese Runde. Komm am Ende dieser Runde an die Box.
glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. An die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Mit 5 Sekunden Rückstand.
auf den Fahrer hinter dir. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, setzt er vermutlich zum Überholen an. Wir empfehlen Gemisch 2. Gemisch 2. Im Moment sieht die Spritmenge gut aus. Vettel müsste in den nächsten 5 Runden an die Box kommen. Verkehr auf, sei vorsichtig. Versuchen, das zu beheben. Sekunden Rückstand auf Weber. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Nach unseren Schätzungen kommt Vettel in 3 Runden zum Reifenwechsel rein.
Sekunde schneller als Perez. Position 3. Zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Oh.
schon deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Sehen gut aus. Du kannst mit der Spitze mithalten.
nächsten drei Runden zum Reifenwechsel kommen. Sich auf einen Boxenstopp vor. Sieht nach Alonso aus.
Schätzungen kommt Vettel in 3 Runden zum Reifenwechsel rein. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Den verfügbaren Sprit in diesem Rennen optimal genutzt. Gut gemacht. Ist dir dicht auf den Fersen. Versuch dich abzusetzen. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, sitzt er vermutlich zum Überholen an.
Die hat eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Vorsichtig beim Überholen. Eine Beschädigung am Auto ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Zurzeit 3 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 3 Sekunden.
sind langsamere Fahrer. Vorsicht beim Überholen. Sie sollten dich vorbeilassen. Weber liegt 5 Sekunden hinter dir. Du musst nicht mehr ganz so hart pushen. Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. Auf geht's. Eine Überrundung. Er sollte dich vorbeilassen.
hat Probleme, dir zu folgen. Er verliert jede Runde eine Sekunde auf dich. Eine Sekunde pro Runde. Rundenzeiten sind etwas schlechter als deine. Er kann dein Tempo nicht mitgehen.
pro Runde eine halbe Sekunde ab. Eine halbe Sekunde. Du musst weiter pushen. Du hast 7 Sekunden Vorsprung auf das Auto hinter dir. Zwischen dir und deinem Verfolger liegen 6 Sekunden. Du musst weiter pushen. Die Lücke zum Auto hinter dir beträgt 6 Sekunden. 6 Sekunden.
Hamilton ist 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Platz 3. Sehr gut gemacht. Tolles Rennen.